Helikoptergeld. Der Begriff stammt von Nobelpreisträger Milton Friedman. Und er ist in unserer Zeit Anfang der Nullerjahre vom damaligen Fed-Chef Ben Bernanke in die geldpolitische Diskussion eingeführt worden. Dieser Tage macht der Begriff nun wieder einmal verstärkt in den Medien die Runde und sogar mit Blick auf die Flüchtlingsdiskussion. Darüber wollen wir reden mit Professor Dr. Helge Polkert. Er ist außerplanmäßiger Professor für Finanzwirtschaft an der Universität Erfurt. Herzlichen Dank für den Besuch hier an der Börse Frankfurt. Zunächst ganz grundsätzlich gefragt, was ist eigentlich Helikoptergeld? Ja, hinter dieser Vorstellung verbirgt sich, Sie hatten Friedman ja schon erwähnt, ein Helikopter steigt auf, er wirft Geld ab und der Bürger oder der Staat bekommt es. Und er bekommt es zins- und tilgungsfrei. Und das ist das Neue, weil bisher muss man ja praktisch Zinsen zahlen, wenn man Kredite von der Zentralbank oder von Banken bekommt. Man muss das Ganze zurückzahlen und man muss in der Regel ja auch Sicherheiten bieten. Und wenn man sich fragt, warum kommt dieses Thema im Moment auf, die momentanen Maßnahmen der EZB geraten ja in die Kritik, weil sie wenig wirksam sind, weil sie verteilungspolitisch unangenehme Folgen haben können. Die Reichen werden reicher, als Stichwort. Hinzu kommt, dass die Blasenbildung, siehe hier DAX-Werte, dass die weiter raufgehen und man kann sich auch fragen, ob das mit der Marktwirtschaft verträglich ist, wenn eine europäische Zentralbank praktisch Zinsmanipulation, so kann man es ja mal bezeichnen, betreibt. Und dann sagen einige, ja warum dann, wenn wirklich eine Deflation bekämpft werden soll, warum dann nicht Helikoptergeld, indem man den Bürgern oder dem Staat das Geld direkt in die Hand drückt und dieses nicht auf den Kapitalmärkten landet und dort nur die Kurse hochtreibt. Das ist ja enorm spannend, möchte ich gerne in die Tiefe gehen. Das heißt, Helikoptergeld wäre, wenn man jedem Europäer, jedem Mitglied der Europäischen Union, jedem Bürger 500 Euro in die Hand drücken würde und sagen würde, bedingungslos, du kannst damit machen, was du willst? Ganz genau so ist es. Das ist eine der Varianten. Es wird ja, wenn wir die 1,1 Billionen, die bis September von der EZB für das Aufkaufprogramm des Quantitative Easing ausgegeben wird, wenn wir das auf die Euro-Bürger umlegen, dann kommen da sogar 3.500 Euro raus. Und sogar konservativ marktliberale Vertreter sagen, ja, warum probieren wir es nicht mal mit 10.000 Euro? Die Bürger würden dann das Geld ausgeben, das würde den Konsum antreiben und das BIP, oder sie würden ihre Schulden zurückfahren, das wäre ja auch nicht schlecht, also die Schuldenquote würde gesenkt und ja, wenn die Inflation ein bisschen steigt, umso besser, dann haben wir eine doppelte Dividende sozusagen. Und es gibt hier verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Also einmal die Bürgerdividende, das war das, was Sie genannt haben. Man kann es aber auch dem Staat oder zum Beispiel der Europäischen Investitionsbank geben. Es gibt eine Initiative QE for the People, also Quantitative Easing for the People. Da soll es in öffentliche Investitionen, beispielsweise für die grüne Infrastruktur ausgegeben werden. Und eine Zwischenlösung wäre, man sagt, dieses Geld geht an die Kommunen und über einen Bürgerhaushalt bestimmen die Bürger vor Ort selber, was mit diesem Geld passieren soll. Ist Helikoptergeld eine dauerhafte Maßnahme oder kann es nur eine Notfallmaßnahme sein für den Punkt X und muss danach sofort wieder abgeschafft werden? Ja, das kann beides sein. Es ist möglich, wenn wir jetzt mal die langfristige Perspektive nehmen. Einige schlagen vor, dass 10-20% des jeweiligen Haushaltes, Bundeshaushaltes beispielsweise, von vornherein, wenn es für Investitionen ausgegeben wird, über geschenktes Geld, was die Zentralbank dem Staat sozusagen auf sein Zentralbankkonto überweist, gedeckt werden soll, um die Bürger nicht mit Steuern zu belasten und. Das Bruttoinlandsprodukt steigt ja entsprechend, deswegen keine Inflation. Man kann sich es aber auch anders vorstellen. Der Turner zum Beispiel will es ja für Konjunkturglättung einsetzen. Andere wiederum sagen, wir wollen den europäischen Sonderschlamassel, in dem wir jetzt sind, dafür soll es eingesetzt werden und bis jetzt die Inflation ein bisschen 1-2% drauf geht, sollte man das probieren. Und dann gibt es natürlich noch einige, die etwas konservativer argumentieren und sagen, nur für Sonderereignisse oder Herausforderungen, beispielsweise für die Flüchtlingsproblematik. Das ist ein gutes Stichwort, denn in der Tat, ich habe das gelesen, jüngst, dass Sie diesen Begriff Helikoptergeld in Bezug zur Flüchtlingsthematik gesetzt haben. Den Zusammenhang müssen Sie uns mal erklären. Ja, es ist ja so, wir brauchen nicht nur Rettungsschirme für Banken, sondern jetzt neben den Rettungsbooten auch Rettungsschirme für die Flüchtlinge und vor allem auch für die Aufnahmeländer. Ich mache mir große Sorgen um Europa. Das Polit-Establishment geht hier sehr egoistisch vor. Es ist nicht bereit, bei einer Quotenregelung hier nachzugeben. Viele
Länder, jeder will dem anderen sozusagen den schwarzen Peter zuschieben. Das ist nicht in Ordnung. Und deswegen ist der Vorschlag, dass die Zentralbank eben Geld gibt für jeden Flüchtling, den ein Land aufnimmt. Dann könnte es sogar einen Wettbewerb um Flüchtlinge geben, weil die Länder nicht bereit sind, selber Geld auszugeben dafür. Und dann kriegen sie etwas, was den Flüchtlingen zugute kommen sollte. Und natürlich ist ja auch an die Flüchtlingslager gedacht, im Libanon und anderswo. Dort könnte man Zelte, Unterkünfte, aber auch Fachpersonal hinsenden, möglichst aus den europäischen Krisenländern. Da gibt es viele junge Menschen, die das sicher prima machen könnten. Und die landwirtschaftlichen Überschüsse, die es in Spanien und anderswo gibt, die könnte man dort auch zur Verpflegung einsetzen. Und dann wollen die Leute vielleicht auch lieber dort bleiben und warten auf ein Ende dieses Krieges bzw. Stellvertreterkrieges in Syrien. Das ist der Gedanke. Ja, klingt an einem sehr spannenden, einen unkonventionellen Vorschlag, Herr Peukert, aber mal Hand aufs Herz, die EZB hat so wahnsinnig viele andere Baustellen, kann die das überhaupt noch leisten, auch aus monetärer Sicht vor allen Dingen? Ja, sie hat mir definitiv zu viele Baustellen. Vielleicht sind es auch teilweise die falschen Baustellen und deswegen sind es so viele. Und der Vorschlag des Helikoptergelds könnte ja hier vielleicht dazu führen, dass einige geschlossen werden können. Es ist völlig klar, dass die EZB hier überhaupt kein Mandat für hat, für all die Aufgaben, die sie erfüllen soll. Sie läuft die in Interessenwidersprüche rein. Nicht? Sie soll Konjunkturpolitik betreiben, sie soll die Staatsschuldenzinsen, soll sie möglichst drücken. Sie soll Konjunkturpolitik betreiben über Quantitative Easing, was den Wechselkurs senkt. Und ganz nebenbei soll sie auch noch ihrer Hauptaufgabe gerecht werden, nämlich für Geldwertstabilität zu sorgen. Das kann sie nicht alles gleichzeitig. Und der Helikoptergeldvorschlag würde dazu führen, dass sie ein, zwei dieser anderen Felder vielleicht schließen könnte. Beispielsweise das Quantitative Easing, das ja doch massive Preiseffekte auch hat. Und da ist die Frage, ist das noch marktwirtschaftskompatibel? Und da zweifeln ja nun einige dran. Ich muss da nochmal nachbohren, weil ich mache mir ein bisschen Sorgen. Auch viele Privatanleger machen sich Sorgen. Was passiert denn mit unserem Geld, wenn in der Tat immer mehr Euro hier von der EZB oder auch immer mehr Yen von der Bank of Japan und natürlich auch immer mehr Dollar von der US-Notenbank Fed gedruckt werden? Ja, natürlich. Die Frage ist ja, führt das zu Inflation? Und in der Tat ist die Herausforderung ja groß. Wenn es etwas kostenlos gibt, da scharen sich dann alle drum. Es kann dann gar nicht genug geben. Und jeder hat ein gutes Argument, warum gerade sein Projekt, sei es eine dicht befahrene Straße oder ein Kindergarten oder ein Altenwohnheim, betrifft. Und deswegen hat man ja früher mal die Trennung zwischen Zentralbank und Staaten eingeführt. Und ich glaube aber, es kommt darauf an, wie viel Geld, um wie viel handelt es sich da, für was vor allem und in welcher Rahmensituation. Und die meisten sagen ja, in der momentanen Situation ist Helikoptergeld sinnvoll. Allerdings einige sagen auch, man könnte es langfristig machen, weil es ja keinen Sinn macht, wenn der Staat eine Zentralbank gründet und sich dann sozusagen selber die Dinge schuldet, die dann teilweise als Provisionen von Banken einkassiert werden. Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs natürlich den Blick auch noch ein bisschen weiten mit der Frage, bedarf es Ihrer Meinung nach nicht echter, grundsätzlicher Reformen des Geld- und des Finanzsystems insgesamt und nicht immer nur diese vielen kleinen Baustellen, dieses Geschachere, auch in Brüssel, was wir immer sehen, muss da nicht mal ein großer Befreiungsschlag kommen? Ja, der große Befreiungsschlag wäre sehr erfreulich, wenn er erfolgen würde. Worauf müsste er sich beziehen? Der Finanzsektor insgesamt müsste geschrumpft werden. Der ist in den letzten Jahrzehnten über alle Maßen gewachsen. Der Hochfrequenzhandel, das halte ich auch für sehr bedenklich und teilweise nicht sinnvoll. Eine Finanztransaktionssteuer würde hier auch schon einiges bewirken können, würde die Derivate ja auch zurückführen, wenn auf den Nominalwert praktisch die Steuer erhoben wird. Das Eigenkapital wäre anzuheben. Die Megabanken wären meiner Meinung nach zu verkleinern, weil es nach wie vor trotz Bankenunion implizite Staatsgarantie gibt. Ja, und der Friedman, den Sie am Anfang erwähnten, der hat ja in diesem Aufsatz 1948, wo er das zum ersten Mal vorgetragen hat, auch Vollgeld gefordert. Das ist ja interessant, er hat es dann später ein bisschen anders konzeptioniert. Aber er war für Vollgeld. Warum? Weil er gesagt hat, in dem Moment, wo die private, also es geht jetzt um die Geldordnung, wo die Privatbanken ein Geldschöpfungsprivileg haben und in gewissem Sinne aus dem Nichts Geld schöpfen können, haben wir immer Kreditbooms und die führen mit zu den doch teilweise sehr, sehr nachdrücklichen Finanzstaatsschulden und Bankenkrisen. Da spielen die Banken immer, gibt es ja viele Papiere auch von Mainstream-Ökonomen, Brunner, Meyer, Schnabel, dass da die Banken und ihre Kreditexpansion
Zentralbanken eine wesentliche Rolle spielt. Vollgeld heißt, nur die Zentralbank darf Geld schöpfen. Heute ist es ja auf Münzen und Banknoten beschränkt. Das macht aber nur 5% aus. Und Friedman und viele andere und ich auch, auch die Monetative und hier in Frankfurt die neue Geldordnung, befürworten hier den Vorschlag, dass eben wir eine neue Geldordnung brauchen und hier eben das Geldschöpfungsprivileg der Banken abschaffen. Wenn dann natürlich noch hinzukäme Schuldenschnitte, um jetzt das abzurunden, dass also praktisch die Verschuldung im Euroraum, die ja über alle Maßen wächst, der privaten Haushalte, vieler Unternehmen, aber auch der Staaten, das ist ja der einzige Grund, warum man Inflation haben will, weil eine Deflation ist ja an sich auch nichts Schlimmes, meiner Meinung nach, außer die nominalen Schuldenberge, die reduzieren sich dann ja nicht und das ist das Problem. Wir brauchen Schuldenschnitte, damit es nicht wiederholt wird, eine Staateninsolvenzverordnung. Und wenn wir dann zum Beispiel noch auf europäischer Ebene eine vernünftige Besteuerung einführen würden, also eine Erbschafts-, Vermögens- und Kapitalertragssteuern und sich da viele nicht rauswinden können, dann bräuchten wir vielleicht kein Helikoptergeld, weil damit ist ja die Büchse der Pandora geöffnet und jeder stellt Ansprüche. Ein spannender Blick aufs Helikoptergeld, auf die Geldpolitik in Europa insgesamt von Professor Dr. Helge Peukert, außerplanmäßiger Professor für Finanzwirtschaft an der Universität Erfurt. Ich bin mir sicher, wir können noch Stunden weiter darüber diskutieren, aber es ging ja um einen ersten Einblick in diese Gedanken und ich bin mir sicher, derjenige, der Lust bekommen hat, mehr von Ihnen zu lesen, der findet eine ganze Menge im Internet. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, ich wünsche noch einen schönen Tag hier in Frankfurt. Sehr gerne, ja.